Geheimtipp, wenn Sie mehr erfahren wollen über Medizin, dann einfach bei Wikisana reinschauen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ich habe heute wieder die große Freude, ein Mitglied des Gremiums hier haben zu dürfen, um mit ihm über eine neue Art von Ausbildungen zu sprechen. Ausbildung, die mir persönlich sehr gut tut, deshalb habe ich mich auch angemeldet. Aber es ist nicht nur für mich, sondern auch sehr für viele Ärzte und Therapeuten und Heilpraktiker eine wegweisende Ausbildung, um hier in Bezug auf die Gesundheit einen breiteren Blickwinkel zu bekommen. Und über dieses Thema möchte ich Ihnen gleich nach dem Intro einiges erzählen. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und darf ich Ihnen gerne meinen Gast auch zeigen, Professor Dr. Urs Gruber. Hallo. Willkommen. Danke. Ja, du bietest jetzt bald einen Masterstudiengang an, aus der Schweiz heraus, aber ich glaube auch in Deutschland, es ist alles so miteinander zusammen, wo die Epigenetik, die Psychoneuroimmunologie und noch vieles weiteres mehr darin angeboten wird. Ist das richtig? Das ist richtig. Also, was du ansprichst, das hat etwas zu tun mit der Luxemburger Universität, dieser DTMD-Universität, die domiziliert ist in Luxemburg. Und diese Uni ist eine Weiterbildungsuniversität eigentlich für Medizin, Zahnmedizin oder Gesundheitsberufe zum Beispiel. Und in diesem Kontext wird eine Ausbildung angeboten, die eigentlich international läuft, selbstverständlich. Und zwar ein Masterstudiengang, ein Postgradualer oder ein Masterstudiengang, ich sag's mal so, der dann in unterschiedlichen deutschsprachigen Ländern zum Umsetzen kommt. Immer vom Mutterhaus von Luxemburg aus. Damit man aber dieses und jenes in den Ländern vor Ort, Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter machen kann, braucht es natürlich in jedem Land auch die entsprechende Institution oder Plattform, die dann auch entsprechend aber auch zur Luxemburger Uni gehört. Was ist so alles inhaltlich in diesem Masterstudiengang? In diesem Masterstudiengang, den ich zusammen mit Professor Hartmut Schröder entwickeln durfte, geht es vor allem um die integrative Gesundheitsförderung. Das ist ja immer unser Steckenpferd, unser Liebling, dass wir sagen, es gibt ganz viele tolle Studiengänge, wie man bestimmte Krankheiten behandeln kann, im Rahmen der Medizin zum Beispiel. Es gibt bestimmte Krankheiten, wo man sagt, im Rahmen einer Weiterbildung kann man mit auch naturherkundlich oder anderen Medizinformen, wie der traditionellen chinesischen Medizin, bei diesen Yin-Syndromen eine Weiterbildung absolvieren kann, auch auf Hochschul- oder auf Universitätsniveau für ganz bestimmte Gruppen, die dann auch das erfüllen. Und wir sind jetzt eher der Meinung, dass wir sagen, wir würden gerne uns in der Gesundheit bewegen oder eben Brücken bilden zwischen Gesundheit und Krankheit uns bewegen. Es gibt ganz bestimmte Krankheitsbilder, die kennt man, Morbus XY oder die und die Krankheit, die in einem dicken Buch dann zu finden sind, wo der Doktor auch abrufen kann, wie, was ist das genau, welche Symptome und Krankheiten und so weiter gehören dazu. Bis es dann aber so weit ist, passiert schon ganz, ganz viel im Menschen selbst. Und ich sage es nicht nur im Körper, sondern im Menschen, in dieser, sagst du mal, unter Wissenschaft, durch die Wissenschaftsbrille betrachtet, biopsychosozialen Einheit, Mensch. Warum durch die Wissenschaftsbrille? Weil das jetzt ein Studium ist, zum Beispiel ein Master of Science ist. Also, dass man durch die Wissenschaftsbrille auch dies und jenes natürlich mit betrachtet, wenn es um psychische Aspekte, also Psychologie, um Gesundheit oder eben auch um Gesundheit und Krankheit geht. Mhm. Im Rahmen dieser integrativen Gesundheitsförderung werden natürlich dann auch Tools oder Studien Vertiefungen angeboten, die sich auch brückenbildend eigentlich zeigen. Man kennt das, den Begriff zum Beispiel der Psychosomatik ist vielleicht etwas, dass das Einfluss auf das hat und so weiter. Und kann man nicht da schon mit eingreifen zum Beispiel?
Das wären so, das ist der ideelle, das ist der Grundgedanke eigentlich vom Studiengang selbst. Die Fächer, die dann unterrichtet werden, sind etwas außergewöhnliche Fächer, wie ich meine oder wie wir meinen, wo wir auch sehr viel Freude haben. Epigenetik spielt mit eine große Rolle. Also was kann ich im Rahmen der biologischen Epigenetik alles verändern? Was kann ich in der Psychogenetik, also Psychoepigenetik, Sozioepigenetik, transgenerationale Epigenetik, also alles gut gesichtet und gesicherte Teile, natürlich, weil es ein Hochschulstudiengang ist, die dann im Rahmen des Studiums so gelehrt und gelernt werden sollen, dass sie nachher auch beim Gesunden oder zwischen Gesundheit und Krankheit auch entsprechend angeboten werden können im Rahmen von Therapie und Beratung und so weiter. Also Epigenetik spielt eine Rolle, Psychoneuroimmunologie, die Kymatik und anverwandte Fachgebiete. Mega. Sind ganz, ganz viele tolle Dinge. Kommunikation als eines der bedeutsamen Instrumente. Ja, genau. Also es werden sehr viele Dinge angeboten. Es ist aber ein Masterstudiengang. Was wir sonst jetzt auch am Bauen sind oder am Mitausbauen sind, sind kleinere Hochschulweiterbildungen, die dann wo es um das eine oder andere entsprechende Thema geht. Wow. Das ist total ganz zeitgemäß, macht ja niemand. Genau, das ist, es gibt Dinge, die machen es. Es gibt verschiedene Universitäten in Europa relativ wenig. In Amerika gibt es die einen. Teilweise in Afrika gibt es das auch schon. In Europa sehr, sehr selten und wenig, dass man sich in diese Richtung bewegt. Gibt aber auch schon entsprechende Mitbewerber, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Was vielleicht eine Ausnahme ist, ist das, dass in die Luxemburger Uni einerseits nach Bologna ausbildet, also nach einem Hochschulprinzip ausbildet, aber auch nach dem Brügge-Kopenhagen-Modell Studentinnen, Studenten zulässt. Was heißt das? Das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel Matura oder Abitur gemacht hat und macht einen grundständigen Studiengang erst, dass man zuerst einen Bachelor macht, gehört man doch heute Bachelor auf sowieso, in dieser und dieser Richtung und dann aufbauend den Master machen kann. Und diese Uni, deswegen haben wir die auch, der Professor Schröter und ich, auch mitgewählt, dass wir da unbedingt was tun wollten an dieser Uni, ist, dass man über das Brügge-Kopenhagen-Modell heißt, Leute, die jetzt nicht den normalen Weg gegangen sind, von Matura oder Abitur und dann Bachelorstudiengang, um dann den Master zu machen, dass die durch einen Beruf, den sie erlernt haben, durch einschlägige Erfahrungen, die man die man tatsächlich auch mitverfolgen kann, dass man sehr Dossier, also schauen, wie ist das Leben von diesem Menschen, was hat er wie gemacht, dass man da eine Wertung mit einbringen kann und dass man sagen kann, okay, die Person hat jetzt die Möglichkeit, ganz anderer Weg, länger gegangen und so weiter, aber die kann tatsächlich dann auch zum Studiengang zugelassen werden. Was ich sehr, sehr schön und toll finde und natürlich absolut zeitgemäß. Also ja, es ist ja nicht nur der Theoretiker, sondern der Praktiker, oder? Genau, genau. Und diese, wenn es um eine Hochschule ist, eine Weiterbildungsuniversität für Medizin und Gesundheit, da geht es natürlich um das, dass wenn sich jemand weiterbildet, ob er jetzt aus der Medizin kommt oder aus der Zahnmedizin oder aus anderen Berufen, zum Beispiel im Gesundheitswesen, dass das meistens Praktiker sind, die sagen, ich möchte jetzt noch etwas Zuzügliches machen in diese oder jene Richtung. Und da ist das Angebot der Uni relativ groß. Ja. Wir schauen jetzt einfach auf die Fakultät der Gesundheit und schauen, wie können wir da Brücken schlagen, da eigentlich vorgehen. Das soll nicht heißen, dass es nicht andere gute Ausbildungen auch gibt, selbstverständlich. Natürlich freut es uns, dass wir auf diesem Level jetzt da auch inmitten der Akkreditierung sind, damit das weltweit dann auch anerkannt ist, dass der Studiengang, da sind wir jetzt mittendrin, das sieht alles sehr gut aus, wunderbar passt und dass wir das auch entsprechend anbieten dürfen. Ja, 3 Jahre geht jetzt zum Beispiel dieser Studiengang berufsbegleitend, ja, gell? Genau, ein Masterstudiengang so jetzt in diese Richtung ist mindestens 3 Jahre, genau, ja. Wir haben ihn konzipiert, dass er 3 Jahre, in 3 Jahren ist er bewältigbar und auch eben quasi in Teilzeit entsprechend bewältigbar. Gut ist natürlich schon, wenn man in die einschlägige Richtung mal mitdenkt, ja. Du hast vorhin gesagt, dass das dein Interesse groß ist und sagt, okay, ich bin da eigentlich schon angemeldet und so, was ich sehr gut finde, weil es immer um dieses Gesundsein geht.
ich denke, ganz viel in den Köpfen und man sagt, ich brauche jetzt für unterschiedliche Tools, um das auch besser zu verifizieren. Natürlich am Schluss spielt auch immer die Masterarbeit damit eine große Rolle, dass man sagt, okay, ich muss eine Arbeit liefern, nebst den Prüfungen muss ich eine Arbeit liefern, was jeder macht quasi in einem Bachelor- oder Masterstudiengang, wo es in die und die Richtung geht, damit ich aufzeigen kann, wie gut ich dies und jenes jetzt verstanden habe und dass ich da quasi im Rahmen Science, im Rahmen der Forschung auch einen kleinen Teil mit dazu beitragen kann. Ja, ich bin sowas von begeistert, deshalb habe ich ja nicht lange gezögert und habe ja auch schon gehört, dass da viele sehr gut schon ausgebildete Menschen sich hier auch anmelden. Ich kann nur dazu Werbung machen und sagen, das ist wirklich zeitgemäß, wenn wir ein Gesundheitswesen verändern wollen, dann dürfen wir diese Art Ausbildung überhaupt nicht ausschließen, sondern es muss integriert werden. Ja, genau. Und die Frage schon die Kommunikation, das finde ich ja unfassbar bedeutsam. Das ist sowas von bedeutsam, mit wie man was kommuniziert. Ich denke auch eine Art der therapeutischen Haltung, die man entwickeln soll. Und das ist ja etwas Praktisches, was man tun muss eigentlich, aber immer sehr gut reflektieren muss, dass das auch im Rahmen eines Studiums sehr, sehr gerne und gut stattfinden kann. Dieser neue Begriff, und da gibt es, meine ich, auch einige gute Ausbildungen in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, die jetzt unabhängig davon sind, die in die Richtung gehen, dass man sagt, ah, Moment, der moderne Mensch, der junge Mensch ist ein anderer Mensch als wir, als zweitjunge Menschen in Anführungszeichen, ja, und dann vielleicht die Generation, die schon vor uns da war, dass wir einfach anders aufgewachsen sind, andere Bedeutsamkeiten haben. Und ich stelle immer wieder fest, wie die jungen Menschen die Qualität von Gesundheit eigentlich einschätzen, also das Einschätzen zu vermögen. Unglaublich, dass die auch sagen, ich bin gerne gesund. Ja? Es gibt immer Unterschiede, aber es ist wirklich ein Gross, das da ist und sagen, ich bin gerne gesund und ich suche jemanden, der mich da begleitet, wenn ich dies und jenes habe. Wir haben schon mal so ein Beispiel gemacht, glaube ich. Ich habe das verglichen mit Geld. Wenn ich sage, Gesundheit ist vielleicht was, und das ist wirklich nur so ein theoretischer Vergleich, damit man eine Vorstellung hat, ist es lieber so, dass ich zu jemandem gehe und sage, berat mich, ich habe so viel Geld, Vermögen an so viel Geld, du kennst dich da aus, wie soll ich was tun, ich mache da gerne was damit, es soll für mich was tun, ich tue für das Geld was, damit ich so ein Geld, Gesundheitsgeldvermögen habe. Und nicht, wenn ich dann hingehe und sage, ja, schau mal, ich habe so viel und so viel Schulden, du verstehst doch was von Geld. Ja, also es ist immer optimal und das ist bei den Jungen enorm gut angekommen, dass sie sagen, nö, gesund ist toll. Ich fühle mich so gerne gesund und dafür braucht es natürlich auch die richtige quasi Profiliga, weil wenn ich sage, ich möchte meine Gesundheit fördern, wer mir da helfen könnte, ist vielleicht auch der Doktor, der Arzt zum Beispiel, aber der hat die Praxis voll und sagt, ja, zu mir kommt, wann gehe ich zum Doktor, wenn ich krank bin, ja. Klar. Also es wird ihm auch genommen, auch wenn er vielleicht wüsste, wie das geht. Ja. Also hier braucht es ein neues Tool. Wer bisher hier auch sehr gut darauf geachtet hat, zumindest in der Schweiz, in Deutschland ist es etwas anders, sind auch so naturheilkundlich komplementär medizinorientierte Therapeuten, weil man im Rahmen der Naturheilkunde und Komplementärmedizin sehr viel mit Methoden, Theorien und Modellen, Anwendungen arbeitet, die nach bestimmten so Reizreaktionsprinzipien ablaufen. Also nicht ein Antimittel gibt, sondern ein Ich-wühl-mal-auf-Prinzip, in Anführungszeichen. Kneipen ist ein Begriff, wenn man sagt, ich gehe Wasser treten, das scheint gesund, wenn ich gut vorbereitet bin, vielleicht brauche ich eine Begleitung. Mal nichts essen ist vielleicht auch gesund, da brauche ich aber eine gute Kontrolle, also Fasten zum Beispiel oder etwas umstellen, das kann sehr, sehr gesund sein. Und dafür braucht es gut ausgebildete Menschen und nicht zuletzt deshalb haben wir gesagt, wir haben die Möglichkeit und haben auch das Netzwerk, dass wir wirklich die für mich nach wie vor die Besten der Besten, Dozenten und Profs und so weiter, mit einpflegen konnten hierfür, damit man wirklich von diesen Besten, meiner Einschätzung nach, genau diese Fächer lernt. Ja, genau. Das war eine der nächsten Fragen. Welche besten Referenten, also nebst dem Professor Hartmut Schröder, den ich ja schon kenne, und du selbstverständlich, ich glaube, der Dr. Manuel Burzler ist, glaube ich, auch noch ein Teil aus der Epigenetik. Manuel Burzler und sein Team, Dr. Burzler, der, ich meine auch schon in einer Sendung, ein ausgewiesener, für mich Top-Experte, was Epigenetik anbelangt, und zwar auch und sein Kollege, der Timo, die aus unterschiedlichen Gesichtspunkten das Ganze beleuchten, und zwar
in der praktischen Anwendung einerseits und andererseits auch in der Beleuchtung von Forschung und Wissenschaft. Mhm. Da spielt Frau Dr. Berit Hippe mit eine Rolle, wenn es um Forschung und Entwicklung in diesem Sektor geht. Aber auch ein Professor Jörg Spitz, der mit eine große Rolle, man kennt ihn vielleicht aus den Vitamin D. Klar, und so wer kennt ihn nicht. Sind so bekannte Größen. Ich denke, wenn es um die Traumata geht, also ein Teil wird sein. Bawinski? Also im Studium, natürlich, Frau Professor Bawinski. Super. Also wir konnten wirklich und hatten einen Riesenfall, dass wir es wären noch viel mehr, aber dass wir so Rosinen anfragen konnten und dann auch pflücken konnten mit dem A, wenn die Frau Bawinski kommt mit ihrer Crew, die dann in den Details da wieder nochmals andere Kompetenzen an den Tag legt, sind wir schon fast, was die Auslegeordnung angeht, sind wir sehr, sehr verwöhnt und da freuen wir uns riesig, dass wir dies zur Verfügung stellen können, quasi als so ein tolles Team. Mhm. Ja. Kannst du mir nochmals zwei, drei Worte sagen zu diesem Abkommen, dass Brücke Kopenhagen. Genau. Kennen das denn die meisten Universitäten noch gar nicht? Weil das ist ja so logisch, dass jemand mit so viel Berufserfahrung weit überlegen ist und eigentlich Zulassung haben müsste. Interessant ist das, vielleicht zwei Minuten hierfür. Dass es gibt den Bologna-Prozess, das heißt, alle Unis haben sich geeinigt, die Länder, verschiedene Länder in der EU, haben sich geeinigt in Europa, um zu sagen, aha, wir werden die Studiengänge so und so konstruieren, als Bachelor, als Master, als Postgrad, bla bla, also all diese Strukturen. Wir werden so und so bauen, dass jemand zum Beispiel von hier nach hier wechseln könnte und da mal ein Studienjahr machen könnte und so weiter. Also die Idee ist sehr, sehr, sehr gut, Bologna. Mhm. Die Voraussetzung ist da immer, dass man Matura, Abi, wie auch immer das heißt, macht und dann einsteigt und dann ein Vollstudium und so weiter macht. Die Länder haben das beschlossen und das Brücke-Kopenhagen-Modell ist eine ähnliche Diskussion, nur haben das nicht die Länder beschlossen, sondern die Landesvertreter in der EU. Und deswegen ist es auch so durchgegangen, ohne Abspecken quasi, dass man sagt, okay, wenn jemand, ich könnte jetzt große Unis nennen, wie Harvard oder so, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe zwar keinen Bachelorstudiengang gemacht und kein Abitur, aber ich habe erfolgreich 10 Jahre dies und dieses Unternehmen geführt, ich habe das gezeigt, ob das gleichwertig ist, jemandem, der eine Bachelorprüfung gemacht hat, würde ich jetzt mal sagen, ja bitte. Und diese Unis sind dann so ausgelegt, sagen, natürlich kann der einen Masterstudiengang machen, aber sehr, also legal und völlig korrekt. Und das macht dieses Brücke-Kopenhagen-Prozess macht dies möglich, dass man sagt, man kann aus der Lehre herauskommen, nicht dass quasi das lineare Studium gemacht haben, sondern man hat eine Lehre gemacht, hat gearbeitet, hat dies und jenes noch gemacht und das wird mit aufgerechnet im Sinne von Kompetenzen und das kann dahin führen, dass man sagt, okay, die Person kann direkt zum Beispiel in einen Masterstudiengang einsteigen einerseits oder jemand, der jetzt von mir schon Arzt ist und seinen Doktor gemacht hat, kann das postgradual, also nach quasi dem Abschluss, vielleicht sogar in einer verkürzten Form noch machen. Dass alle diese Möglichkeiten da sind. Aber du hast recht, wenn man die eine oder die andere Uni fragt und sagt, arbeitet ihr auch nach diesem Modell, dann ist es gar nicht so bekannt. Bologna kennen alle, weil das ist Standard. Wenn man sagt Brücke Kopenhagen, dann gibt es viele, die sagen, ja, muss ich schnell nachschauen. Also verstehe ich absolut, weil es nicht so populär ist oder so. Ist natürlich Aufwand. Aber ich schätze das sehr, dass diese Uni das alles so gemacht hat. Darum sind wir auch da gelandet. Und sagt, nee, es besteht absolut die Möglichkeit, muss sogar, dass jetzt die Krankenschwester die und jenes macht und gleich in einen Masterstudiengang einsteigen kann, weil sie einfach, um Gottes Willen, so viel Berufs- und Lebenskompetenzen entwickelt hat oder jemand, der von einer ganz anderen Richtung kommt, aber immer jetzt sichtbar sagen, geht in Richtung Gesundheit schon über längere Zeit. Ja, ich bin absolut bei dir. Ja. Aber kann man das jetzt bei jeder Uni einfordern oder sind das Entscheidungen der Uni selber, ob sie sich auch diesem Abkommen unterstellen? Genau, das sind Entscheidungen selber und das sind auch, das ist relativ viel Aufwand, damit das auch dann geprüft wird. Jede Uni bestimmt das für sich selbst. Wie möchte sie sich zeigen, präsentieren und diese Luxemburger Uni ist tatsächlich so, dass sie sagt, nee, wir möchten da und da die Zugänge auch haben, dass Berufsgruppen, zum Beispiel jetzt im Gesundheitswesen, jemand, der Dentalhygienikerin
Hygieniker ist, kann jetzt ja noch eine entsprechende Fortbildung, das ist eine Berufslehre. In der Schweiz ist es mittlerweile eine höhere Fachausbildung oder Fachprüfung. Das ist schon mal toll. Das ist so Professional Bachelor Niveau. Toll. Aber dass diese Leute alle Zahntechnik, also diese Leute alle weitergehen können, wenn sie denn wollen und wenn sie sagen, ich habe die Affinität, ich möchte in die und die Richtung gehen, da ist auf einmal alles möglich und das finde ich absolut richtig. Ja. Ich habe jetzt natürlich nur mich auf diese eine Ausbildung fokussiert, auf diese dreijährige Masterausbildung bei dir. Ich habe jetzt aber nicht geschaut, was eigentlich dieser Swiss Campus der DTM, der Universität sonst noch anbietet. Was findet man da noch alles für Möglichkeiten? Der Swiss Campus selbst, beziehungsweise natürlich diese Abteilung der Uni, die jetzt einfach einen verlängerten Arm noch inmitten der Schweiz hat, macht sonst noch bestimmte Weiterbildungen, die möglich sind. Die sind aber allgemein gehalten. Einerseits, dass man sagt, es geht um zum Beispiel eine Art von Gesundheitsbegleitung im Rahmen eines Resilienzcoachings, dass man sagt, was ist das überhaupt, wie funktioniert das? Das sind dann so einzelne Weiterbildungen, die man da betreibt. Einzelne Weiterbildungen sind dann doch ein paar Dutzend oder ein paar hundert Stunden, die da absolviert werden. Das ist die eine Schiene, was wir gebaut haben, extra für Studenten, die quasi quer einsteigen. Ein Studium Generale, das Studium Generale der Gesundheit, haben wir gesagt, wo jemand, der zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwie Krankenschwester, heißt jetzt anders, ich weiß, aber Krankenschwester gelernt hat, 10 Jahre gearbeitet hat, die und die Weiterbildung und das noch gemacht hat, wo man sagt, die kann unbedingt in den Masterstudiengang, warum nicht, das kann man werden, da gibt es extra Werkzeuge dazu. Und doch hat diese Person, wenn sie startet für den Masterstudiengang, 2 Belastungen. Einerseits die stoffliche Belastung, die toll ist, aber ist doch eine Belastung. Und das andere die Studienbelastung. Das heißt, studieren muss man lernen, sonst ist es anstrengend. Wenn ich sage, da ist irgendwie der tolle Mensch vorne und erzählt und tut und macht, dass ich lerne, sage, was muss ich denn notieren, wie gehe ich jetzt vor, wie gehe ich was kurz recherchieren, wenn er sagt, mach doch auf das nächste Mal die und die Datenrecherche, ist doch interessant, dann können wir damit arbeiten, dass man vor dem Studium weiß, wie das funktioniert. Und das haben wir einfach mitverpackt quasi in die Gesundheit, dass man sagt, es gibt die naturwissenschaftlich begründete Medizin und Gesundheit. Was ist denn Gesundheit? Chemisch und physikalisch. Was ist vielleicht in der Literatur Gesundheit? Was ist in der Kultur Gesundheit? Was war in der Geschichte, in den Etappen? Was hat man da unter gesund verstanden? Und so lernt man mit diesen unterschiedlichen Tools, immer in Richtung Gesundheit zum Beispiel, Psychologie und Gesundheit, dass man so lernt, eigentlich die wissenschaftlichen Tools schon mal zu gebrauchen, sodass man die kann, wenn man denn einsteigen mag, als ein Beispiel. Mhm. Das sind solche kleinen Tools, die angeboten werden, für Menschen, die sagen, ich habe vor, in die und die Richtung zu gehen. Ja. Es sind spezifische Themen drauf. Ich denke an Professor Latzig, der effektive funktionelle Therapie. Also wie kann ich mit unglaublich wenigen Handgriffen dem Menschen so oder so schon helfen, wenn er diese und jene Beschwerdenbilder hat. Das ist dann aber so, dass man da jetzt nicht den Laien mit einbinden kann. Da braucht es bestimmte Grundvoraussetzungen. Solche Dinge werden angeboten über diese Abteilung quasi des Swiss Campus dieser entsprechenden Universität. Ja. Wie sieht es aus mit Präsenz oder ist das alles über die Ferne? Wie läuft das ab? Nein, es ist kombiniert. Es gibt also bestimmte Fixpunkte, die dann auch am Anfang des Studiums abgegeben werden, für 2 Jahre mindestens schon von Anfang an, wo man sagt, das sind Präsenzunterricht, weil es ist ja nicht so, dass wir das alles in der Theorie nur lernen. Man muss sehr viele Dinge praktisch umsetzen und das muss man gemeinsam tun und vor Ort tun. Und dafür ist diese Uni auch relativ bekannt. Sie hat sehr viele, zum Beispiel Masterstudiengänge, 5 oder 6 postgraduale Masterstudiengänge für Zahnärzte, dass man sagt, ich weiß nicht, was alles gibt in der Zahnarztweiterbildung, ganz, aber die machen das gleich als Masterstudienprogramm in Luxemburg. Und da ist es auch ganz wichtig, dass sie das natürlich praktisch umsetzen. Ein theoretischer Zahnarzt, zu dem würde ich nicht so gerne gehen. Das ist offensichtlich spannend. Und es gibt in der Naturheilkunde, in der Gesundheit, in der Komplementärkunde, gibt es ganz viele Tools, die man tatsächlich machen muss, damit man überhaupt sieht, wo die Fragen jetzt rauskommen, die man dann vielleicht nachher auch sehr gerne wissenschaftlich mit begleiten oder untersuchen kann. Mhm. Also ein ausgeklügeltes Tool, das sowohl von Distanzlernen, Wissen und Kennen kann man sehr gut auf Distanz lernen, aber das Können nachher und die Haltung dazu entwickeln, da braucht es manchmal schon praktisches
ist es viel interessanter, wenn man gemeinsam das anschauen kann. Meine, du bist ja aus deiner Ausbildung ein Medizinwissenschaftler und hast dich, glaube ich, in deiner Masterarbeit, habe ich das noch in Erinnerung, irgendwie Komplementärmedizin gemacht, oder? Also meine Doktorpromotion, meine Doktorarbeit war komplexe Komplementärmedizin, quasi ein systematischer ein Überblick, was ist denn das überhaupt und wie erfolgreich ist es und wie nicht. Das sind so Beispiele und das kann zum Beispiel so ein Teil sein, wenn jemand jetzt seinen Masterstudiengang oder muss es nicht bei uns sein, kann an anderen Orten sein, selbstverständlich, ich möchte da nicht, aber ich finde es so wichtig, dass das jetzt richtig kommt, dass man jetzt nicht nur quasi auf seinen Pfründen sich niederlässt und sagt, nein, das war schon immer so und so weiter. Die Welt dreht sich weiter, die Kultur verändert sich, es kommen neue Menschen, die anders denken und die brauchen auch eine richtige Ansprechperson. Mhm. Ja, und was da ich sage, spielt natürlich auch Naturkunde Komplementärmedizin mit eine genauso bedeutsame Rolle. Ja. Wenn man es denn richtig versteht und auch richtig umsetzen kann. Aber du bist deiner Leidenschaft treu geblieben eigentlich, diese ganzheitliche Sichtweise auf die Medizin jetzt sogar universitär anzubieten, oder? Und da ja, möglichst. Es ist einfach schön, wenn man sagt, da stimmt auch einfach auch eine Augenhöhe. Es ist ja nicht so, dass man sagt, das eine ist quasi die heilige Medizin, die Schulmedizin. Ich finde die toll, das stimmt, das theoretische Modell, die wird geprüft mit Chemie und Physik und so. Das ist ein schlüssiges Modell, aber es ist immer nur ein Modell. Es ist ein Abbild einer Wirklichkeit. Und ich kann sehr viel daraus, die forschen jeden Tag und da kommen, sekündlich kommen da Doktorarbeiten, Forschungsarbeiten raus, das kann man gar nicht lesen. Darum gibt es viele unterschiedliche, die sich darum kümmern. Die machen das toll. Und naturkundlich komplementärmedizinische Konzepte, Modelle, die sind auch toll. Und wenn ich jetzt die nicht immer über Chemie und Physik messen kann, gibt es andere Tools. Jetzt kann man sagen, was ist anerkannt, was nicht. Was rauskommt am Schluss, ist sowieso das Elementare. Und da gibt es, wenn man das weiß, wie es geht, kann man das sehr viel nachmessen. Mhm. Aus beiden Gesichtspunkten. In der Medizin wird das gemacht. Ja, und in der Naturkunde Komplementärmedizin auch mittlerweile. Und es geht halt in die Richtung. Das ist so Mainstream, das ist die neue Welt, die das gerne wünscht. Vielleicht noch 2 Minuten. Da bist du auch der verlängerte Arm einer weiteren Universität? Ich habe irgendwas von der St. Elisabeth oder irgendwie heißt die gelesen. Was wir an der Luxemburger Uni machen, das hat sehr viel mit Gesundheit zu tun. Und zwar Gesundheit, wie wir es gesagt haben, also alle diese Aspekte. Wir haben im Rahmen von Weiterbildung, wenn es um Psychologie und Soziales geht, haben wir eine weitere Vereinbarung, eine Kooperation mit der St. Elisabeth Universität in Bratislava. Das ist auch eine H-Uni, also eine qualitativ gute Uni. Da gibt es ja verschiedene auf der Welt und die sind alle dann so gelagert. Und da bieten wir mit Kooperationspartnern auch Weiterbildungen an, wenn es zum Beispiel um Psychotraumatologie und so weiter geht. Da ist es aber so, dass es jetzt nicht für jedermann zuständig ist, sondern dann braucht es ganz bestimmte Voraussetzungen, um diese und jene Weiterbildung auch entsprechend zu machen. Es ist immer die Frage, wo ist welche Kompetenz, in welcher Hochschule zum Beispiel und wo bietet es sich an, dass man dies oder jenes besser anhängt. Ja. Muss aber auch sagen, dass es was mich sehr gefreut hat, ich habe das Ende letzten Jahres, glaube ich, gehört, dass in der Schweiz jetzt auch bestimmte CAs, so Hochschulweiterbildungs angedacht sind. Ich hoffe, die kommen. Ich meine an der Universität in Basel, wenn mich da alles täuscht, wo ich denke, ja, yes, genau. Also es geht nicht darum, dass man der Einzige und Alleinige ist, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass an unterschiedlichen Orten jetzt in die Richtung mal angedacht und umgesetzt wird. So, dass für die neue Art dieses Gesundseins, dass man sehr gerne gesund ist, in beide Richtungen oder in alle Richtungen das weiter vertieft und auch gelernt werden kann. Super. Und letztendlich entstehen eine neue Gruppierung von Medizinern oder von Therapeuten, die einen erweiterten Blickwinkel haben, um ergänzend hier agieren zu können. Und das finde ich extrem wertvoll. Kompliment. Danke vielmals. Ja. Nicht nur mein Verdienst, um Gottes Willen. Ja, aber ich meine, du bist auch der Mitinitiator, dass das überhaupt entstanden ist. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, wieder mal ein bisschen Schulbank zu drücken. Ich freue mich auch. Ich danke vielmals, dass wir überhaupt darüber sprechen konnten. Es ist wirklich ein Anliegen, das, was neu kommt, das wird so sein, dass wir
uns mindestens in der Gesundheit so bewegen wollen, wie auch gegen Krankheiten. Und das finde ich ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig. Es ist ein Blickwinkelwechsel. Statt immer nur Krankheiten zu behandeln, fördern wir die Gesundheit. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich der sinnvollere Blickwinkel auf ein Gesundheitswesen. Ja, ja. Also es ist ein kultureller Umschwung eigentlich, dass man weiß, Kultur und Heilkunde spielen mit überall eine große Rolle. Und Kultur und Heilkunde muss jetzt nicht nur aus der Medizin kommen, darf aus der Komplementärmedizin, aus der klassischen Naturkunde kommen, aus erweiterten Möglichkeiten, aus Gesprächen, auch was auch immer. Und da gibt es wieder das kann man wissenschaftlich schon sehr gut runterbrechen und das noch nicht. Es darf einfach Platz haben jetzt im Moment, auch wenn man ganz bestimmte Dinge jetzt nicht an die Uni bringen kann, weil es eben diesen Kriterien nicht entspricht. Da gibt es Spielregeln, das ist okay, kann man nichts anderes machen, aber es gibt auch, das hat dann nichts zu tun mit dem, das wäre schlechter, sondern nur, es passt nicht in dieses Modell. Und das ist mir noch ganz wichtig, dass es auch andere Schulen gibt, die etwas anbieten, dass es nicht in dieses Modell genau passt. Ist für mich im Moment eher zweitrangig. Das hat noch nichts zu tun mit der Effizienz und der Güte quasi dessen, was dem Therapeuten als Mittler für den Patienten zur Verfügung stellen soll. Danke, ganz herzlich. Danke dir. Professor Dr. Okay. Urs Gruber war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dieser neuen Form von Ausbildungsmöglichkeiten, die jetzt da angeboten werden, mit Unterstützung von einer Universität, also einem richtigen Masterstudiengang, wo genau diese wichtigen Themen, die ich immer wieder gerne hier auf Kurs 24 hinaustrage, gelehrt werden. Ich freue mich darüber, da teilzunehmen und vielleicht habe ich den einen oder anderen Menschen hier auch angeregt, hier sich das einmal durchzudenken oder zu überlegen, ob dass diese Ausbildung auch in seinen Therapieplan einen sinnvollen Platz finden würde. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.